Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Kopfball, dem Borussia- und Fußball-Talk montagsabends 19 Uhr im Strobels. Heute an meiner Seite Harald Grundmann vom WDR. Freut mich. Wir sitzen hier beide gut gelaunt, kann man auch verstehen. Der BVB hat in Bochum das Derby 4:1 gewonnen. An einen höheren Sieg in Bochum kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Borussia ist Tabellenvierter und die Verantwortlichen haben zum ersten Mal die Zielsetzung preisgegeben, die heißt, wir wollen in die Europa-Liga. Ist das realistisch? Ich denke schon und vor allen Dingen hat mich das jetzt auch nicht unbedingt überrascht, dass es jetzt mal formuliert wurde, weil letztendlich, was soll man einer Mannschaft sagen, die ständig auf dem Tabellenplatz 4 bis 6 steht? Da wird intern natürlich über die Europa-Liga gesprochen und die Mannschaft braucht ein Ziel und das ist ganz klar das Ziel auch vor der Saison schon gewesen, ja. auch wenn es nie zugegeben wurde. Man hat ja da immer eine Art Versteckspiel mit den Medien, mit der Öffentlichkeit betrieben. Eigentlich für mich völlig unnötig, weil wer in der vergangenen Saison Sechster geworden ist, der möchte sicherlich nicht als Ziel mit auf den Weg bekommen, jetzt Siebter oder Achter zu werden, sondern ohne, sich einen Klassenverbleib zu spielen. Zum Beispiel, ja. Es war nicht alles Gold, was geglänzt hat in Bochum. Nee, das stimmt. Vor allem nach dem Platzverweis, der Bochumer, da hat man gedacht, ja gut, jetzt haben sie das endgültig im Sack, aber genau das Gegenteil ist eingetreten. Ja, das hat man allerdings auch öfter schon mal im Fußball, dass dann plötzlich eine Mannschaft, muss man aber auch sagen, die erste halbe Stunde, die war richtig klasse von Borussia Dortmund, dann kam halt dieser Platzverweis und das hat man halt schon häufiger gesehen, da ist die Mannschaft plötzlich mit einem Mann mehr, ja und dann kehrt plötzlich da der Schlendrian ein und das ist auch passiert. Man war dermaßen überlegen, bei 11 gegen 11 auch schon und jetzt dann noch mit einem Mann mehr. Da hat man die Bochumer auf die leichte Schulter genommen, aber es ist nun mal ein Derby. Die Stimmung, die war super. Es war für mich also von Anfang bis zum Ende ein hochinteressantes Derby, muss ich sagen. Und ein Heimspiel für den BVB? Ja, also ich sag mal, 2/5 war bestimmt schwarz-gelb im Stadion. Ist aber bei dieser Partie eigentlich fast immer so. Ja, und diese Viertelstunde, da musste man sogar ein bisschen, Angst will ich jetzt nicht sagen, aber Sorge haben um Borussia, dass die sich das, was sie sich aufgebaut haben in der ersten Hälfte, da nicht innerhalb von wenigen Minuten kaputt machen lassen. War das Leichtsinn oder Konzentrationsschwäche oder dass man sagt, komm, es geht alles von alleine so weiter? Ich denke, das war eher eine Konzentrationsschwäche gepaart mit der Tatsache, dass man halt im Bewusstsein in diesem Spiel war, ohnehin hoch überlegen zu sein. Und man hatte den Bochumern eigentlich da, glaube ich, nicht mehr zugetraut, dass sie nochmal aufstehen. Und die haben es aber wirklich versucht mit 10 Mann, das muss man denen sagen. Und da war, glaube ich, der BVB, einige beim BVB etwas überrascht, dass die Bochumer noch nicht tot waren. Da in der Phase hat auch Sebastian Kehl das Spiel nicht in den Griff gekriegt, obwohl er natürlich die beiden Partien, die er jetzt gemacht hat, ist schon echt ein Phänomen, wie der zurückgekommen ist, ja, was für eine Präsenz der ausstrahlt. Das ist ja phänomenal, der Junge hat ein Dreivierteljahr ausgesetzt und hat dann gegen Mönchengladbach sein Comeback gefeiert in einer Art und Weise, die ich ihm nie zugetraut hätte. Du weißt, in der Vergangenheit hatte der Sebastian immer große Probleme gehabt, nach längeren Pausen ins Spiel zu kommen. Wie ist das jetzt zu erklären, dass er plötzlich so 100%ig fit und da ist? Ich glaube, er hat sich selber auch den Druck so ein bisschen weggenommen während seiner langen Verletzungspause. Mhm. Irgendwann war der Punkt da, da ist er einfach zu der Erkenntnis gekommen, das bringt jetzt nichts, kurzfristig oder auch mittelfristig zu denken. Ich konzentriere mich 100%ig darauf, wieder fit zu werden, wieder gesund zu werden und mir keine kurzfristigen Ziele zu geben. Ja, ich glaube auch, dass der Sebastian diesmal sehr gut aufgebaut worden ist. Zum einen hat er sich in der Vergangenheit ständig unter Druck gesetzt. Er hat immer ein bisschen zu früh angefangen. Er wollte immer zu früh zu viel. Dann hat er jetzt Spiele gemacht in der Amateurmannschaft, also in der dritten Liga. Das eine oder andere Testspiel. Und vielleicht war es auch sein Glück, dass er Sven Bender sich verletzt hat, also dass plötzlich die Position für ihn frei war. Und andererseits muss man natürlich auch jetzt mal daran denken, dass vor einigen Wochen viele BVB-Experten noch gesagt haben, wenn der Sebastian Kehl gesund wird, wo soll der hin? Wir haben ja gar keinen Platz mehr für den. Wir müssen ja notfalls auch das System sogar ändern. Denn Sebastian ist ja eigentlich der Mann, der am liebsten alleine vor der Abwehr spielt. Ja. Gut, Jürgen Klopp wird sein System nicht groß verändern. Aber Sebastian Kehl wird Tamás Scheinert schon sehr, sehr helfen, damit er da auch wieder gegen Leverkusen seinen Mann steht.
Und eine andere Alternative, eine personelle Alternative sehe ich auch gar nicht. Jürgen Klopp wird der Mannschaft das Spiel gegen von Leverkusen gegen den HSV vorführen, weil ich glaube, da hat man gesehen, wie man gegen Leverkusen gar nicht spielen darf. Also wenn man denen Räume lässt, auch nur kleinste Räume, dann klingelt es relativ schnell hinten. Wenn man gegen Leverkusen nicht aggressiv spielt, nicht aggressiv in die Zweikämpfe geht, hat man keine Chance, weil die Leverkusen ja spielerisch so stark sind, dass sie gegen in Grund und Boden spielen können. Ja, ich habe mir nochmal die Mühe gemacht und habe mir das Restprogramm von Dortmund, Hamburg und Bremen ausgedruckt. Ja. Also wenn wir jetzt mal erstmal auf den BVB schauen, jetzt natürlich Leverkusen haben wir gerade schon gesprochen, dann geht es nach Hertha. Es ist ja dann auch eine Reise, ja, ich will mal sagen, ins Ungewisse. Vor allen Dingen nach diesem Wochenende ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass man da ohne Fanunterstützung auskommen muss. Ja? Also das glaube ich nicht, denn der BVB hat schon über 6.000 Karten im Vorverkauf abgesetzt. Und die Berliner bzw. die Polizei wird kaum sagen, so Leute, die 6.000 Karten behalten mal schön in Dortmund, holt euch das Geld zurück. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hertha BSC bis zum Saisonende irgendein Geisterspiel bestreiten muss. Vielleicht in der neuen Saison das erste oder das erste Spiel. Aber das wäre ja auch irgendwo ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, obwohl ich diese Sachen, die da am Samstag gelaufen sind, natürlich aufs Schärfste verurteile. Ich finde das ohnehin eine Katastrophe für den deutschen Fußball, was sich da in letzter Zeit alles so abspielt zwischen Fans und Mannschaften. Auch in der vergangenen Woche in Rostock. Also man bekommt es ja wirklich mit der Angst zu tun, wenn man diesen Mob sieht, wie der mittlerweile auf die eigenen Spiele, auf der eigenen Mannschaft losgeht. Man muss aber auch gar nicht so weit weggehen, Willi. Ich stand während des Spiels in der ersten Hälfte des Derbys in Bochum, stand ich vor der BVB-Kurve und in der zweiten Hälfte vor den Bochumern. Und Roman Weidenfeller ist ja auch massiv in der ersten Hälfte beworfen worden mit Feuerzeugen. Er wurde ja auch getroffen. Fand ich übrigens ganz toll, wie der Roman sich da verhalten hat. Genau, er ist total ruhig geblieben und hat nachher auch keinen Aufwind. Natürlich wurde er darauf angesprochen, hat das aber, finde ich, auch in einer Form geäußert, die absolut angebracht war, aber auch mahnend den Zeigefinger gehoben, dass die Fankultur in dieser Hinsicht droht, so ein bisschen aus dem Ruder zu laufen. Und wenn ich aus der Bochum-Kurve, ich meine, das ist sicherlich, das habe ich jetzt nur so präsent, ist sicherlich ein Beispiel. Wenn wir wollen, schlagen wir euch tot. Also wenn man sowas hört, also das ist natürlich schon hart. Und dann darf man sich nicht wundern, dass sich das in bestimmten Situationen dann derart aufschaukelt. Ja. Das hat Dimensionen angenommen. Und da frage ich mich natürlich, warum viele Fans überhaupt noch diskutieren über Stadionverbote. Die Sache jetzt Berlin, wie du sagst, Bochum, Rostock, Stuttgart, was da vorgefallen ist, vor der Entlassung von Markus Babbel, die schreit doch geradezu nach Stadionverboten. Das ist ja, wenn ich mich im Stadion anständig benehme, vorm Spiel, auch nach dem Spiel, ja, dann brauchen wir gar nicht über Stadionverbote zu diskutieren. Ja, klar. Das ist natürlich relativ vielschichtig, dieses Thema. Da sind die Vereine gefordert, die ja auch alle Fanbetreuung mittlerweile haben. Bei Borussia Dortmund natürlich sicherlich auch. Teilweise war es wegweisend, was hier passiert ist mit dem Fanprojekt. Ja. Auch innerhalb des Vereins gibt's Fanbetreuung, aber irgendwo stoßen die dann letztendlich auch an die Grenzen. Es ist eine geringe Minderheit, die dann dieses schlechte Licht auf den Fußball an sich wirft. Der Fußball, der doch eigentlich so richtig schön geworden ist wieder. Harry, vielen Dank. Es war eine sehr nette Diskussion, wie immer mit dir. Und tschüss und bis nächste Woche. Tschüss.